Heute Abend ab 19 Uhr wieder Livestream auf Twitch. Schaut vorbei, Link dazu in der Videobeschreibung. Und hey, willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Craft Attack 6. Und ja, heute sorgen wir dafür, dass wir endlich mal wieder ein bisschen Fortschritt hinkriegen. Ich war so viel Zusammenfassung machen. In der letzten Folge haben wir Enderdrachen nochmal erneut wiederbelebt und wieder besiegt. Schaut da mal rein, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann legen wir gleich schon los. Vor dem Intro noch eine kleine Sache, falls ihr neu seid und mich nicht kennt. Ich bin der Sparky, ich mache Videos rund um Minecraft, als Tutorials, Guides, Snapshots, Updates und alles mögliche, was um Minecraft zu wissen gibt. Und ja, falls ihr neu seid und mich noch nicht kennt, würde es mich freuen, wenn ihr nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren, weil dann landet alles weitere bei euch in der Abo-Box und ihr bleibt auf dem laufenden Stand. Wäre super lieb von euch, vielen, vielen Dank dafür und jetzt geht's los mit dem heutigen Video. So, es gab so ein paar Stellen, wo ich eigentlich am Bauen war, bis ich ja unterbrochen wurde Richtung Enderdrache. Also halt spontan habe ich mich entschieden, noch mitzumachen, aber ich habe schon ein paar Sachen gesammelt, wo ich eigentlich weiter düsen wollte. Und Thema automatische Farm. Also, wir können ja mal gucken übrigens, was ist eigentlich so der aktuelle Zwischenstand. Denn Eisen kommt nach wie vor was gut rein immer. Ich habe ein bisschen Weizen auch nach unten verlegt gehabt und deswegen, oh jo. Irgendwie sind hier oben noch ein paar Sachen drin, die ich nach unten schieben könnte. So, schiebe ich erstmal rein. Gut. Ja, fast die Kiste voll. Die Seeds werden bald eventuell zum Problem, obwohl die geht noch. Kelp. Kelp war ja das letzte Mal bis hier so voll oder so, über die Nacht oder den einen Tag. Ist hier stackweise reingekommen. Komplett automatisch, ist ganz gut. Und Kakteen. Was meine ich hier Kakteen? Wie viele haben wir gefarmt mittlerweile? Auch ein paar Stacks. Hey, also. Ja, müssten wir vielleicht auch bald hier mal den Überlaufschutz reinmachen. Hat aber noch einen Tag Zeit oder so. Müsste mich nur daran erinnern, idealerweise vielleicht einen Livestream. Ja, gut, ich habe auch neue Turtle-Helme und so gemacht, die habe ich auch unten reingelegt und volles Programm. Also, dann sollen wir mal dafür sorgen, dass Zucker ein bisschen besser wächst. Ich habe hier hinten vorbereitet, alles mögliche. Ich hatte auch schon Reds und Blöcke gecraftet, ich habe Schienen gecraftet, eigentlich das meiste, was ich brauche, ich habe es wieder irgendwo rausgeschmissen, weil ich in Richtung Enderdrache losgedüst bin. Und dann sehen wir mal zu, dass wir hiermit fertig werden oder zumindest mal loslegen. Wir brauchen ein Hopper-Minecart. Dazu nochmal ein bisschen Eisen rein. Nochmal ein weiteres Minecart besorgen. Hier kann man die Minecarts. Ich klicke mal auf Redstone, wenn ich auf Minecart gehe. Brauche ich gar nicht mal. Und natürlich das aber zu Redstone. Nein, immer noch nicht. Da, Minecart with Hopper. Okay. Ja, Ganz ehrlich, ich habe jetzt so oft Zuckerrohrfarmen gebaut. Ich weiß mittlerweile auswendig, wie das funktioniert. Es tut mir leid, wenn ihr es auch schon wisst. Deswegen, wir werden das einigermaßen schnell abhaken. Und ich hoffe mal, das wird jetzt halt so ein 10-Minuten-Ding, dann sind wir fertig. Wäre halt ganz gut. Und ansonsten, was auch noch ganz gut wäre, wenn ich Prismarinen dafür kriege. Soll ich Prismarinen unten bauen oder Bricks? Ich würde sagen, ist eigentlich wieder so ein Brick-Ding, ne? So ein Brick-Ding. Massig Hopper kann ich dann noch nehmen. Die werde ich unten lang platzieren und damit die Items in den Dropper kommen von der Suit Farm und dann werden die rausdispensed. Jemand hat vorgeschlagen, bevor das jetzt wieder kommt, jemand hatte bereits vorgeschlagen, die Items einfach in die Kakteenfarm reinzufeuern, die eigentlich direkt unten drunter ist. Also je nach dem Motto, und das dann durchfallen zu lassen und dann habe ich ja schon das Zeug gesammelt. Problem ist, um so eine Sammelstation zu bauen, brauchen wir einerseits den Block, wo das Redstone drauf liegt, dann das Redstone und ein Block hier. Also ich brauche eine Schicht, zwei Blöcke brauche ich. Ich brauche zwei Blöcke Platz dazwischen, um so einen Dropper-Dispenser zu bauen. Habe ich hier nicht. Also ganz streng genommen hätte ich es vielleicht, aber es sieht nicht schön aus. Ja, wenn ich da wirklich müsste, ich oben alles zubauen und Blöcke setzen und so. Ich fände es nicht schön. Es sieht stilistisch besser aus, wenn ich einfach hier runtergehe, nach links fahre, nach unten fahre, auch hier rein, einfach dann weiteren die Hopper so hier zip rein verlege in den Dispenser oder das Dispenser-System. Wäre halt so eine Geschichte noch. Naja. So, dann würde ich mal sagen, ab geht's mit den Schienen. Zunächst mal hier vorne über die Dinger drüber. Jo, das soll natürlich nicht passieren. Aber ist erstmal wurscht, weil eigentlich kann ich ja. Funktioniert natürlich gut wie eh und je. Aber zum Glück habe ich die Schienen noch nicht allzu weit. Ah, ich habe schon wieder den Insta-Mining Beacon aktiviert. Das ist furchtbar. So, von der Menge her. Pass mal, ich. Sparky und die Sache mit den Schienen. Er wird's nie lernen. Pass mal auf. Ich gucke mal ganz kurz, wie weit wir fahren können. Eigentlich muss nicht überall Powered Rails haben, aber. Ach Gottchen. Man kann ja mal machen. Ja, eigentlich brauche ich nicht so viele. Ich kann. 1, 2, 3, 4. Hier, das müsste ja wohl ausreichen, jetzt das Minecart hier entlang fahren zu lassen.
So, dann setze ich hier die Dinger hin. Dann kommen da normale Schienen in die Zwischenreihe. So, 3, 4. Also 4 mal powered, 4 mal normal. 4 mal normal, 4 mal powered. Dann wieder 3, 4 mal normal. Dann wieder 4 mal powered oder so. So, und hier hinten kann ich mit normalen wieder einmal rumfahren. Wer noch als so ein Vorschlag von mir. Ich hole mir dann kurz mal ein paar normale Schienen und dann an den entsprechenden Stellen, wo ich Scan hätte, packe ich dann die Redstone-Plöcke drunter. Dann einfach neue Schienen holen, zack. Und die wieder setzen. 1, 2, 3, 4. Natürlich hat das hier wieder super funktioniert. Ja, ist manchmal ein bisschen ärgerlich, wenn du solche Dinger fährst. Funktioniert. Okay, schön. Ja, dann darf ich es mir aussuchen, letzten Endes, wo ich immer die Dinge hinmachen soll. Ups. Na, klasse schon wieder. Okay. Das ist ein bisschen schwierig, immer die richtige Seite zu treffen mit den Schlips, aber was soll's. Komm, wird nicht so schwer sein, jetzt hier so einen Zucker aufhaben zu bauen. Nee, wird's auch nicht. Das Problem ist, das ganze Zeug zu craften. Das ist aufwendiger als alles andere. So, und dann hier vorne auch. Hier mache ich die Powered-Blöcke mal nach hinten. Einfach aus der Begründung, damit ich nicht aussehen die Hopper vorne sperre. Wenn ich einen Redstone-Block direkt dahinter setze, dann sagt mir der Hopper später bei den Items, nö. Der sagt einfach nö. Nö, nö, nö. Den. Gut, und jetzt brauchen wir einmal die Grasfläche, wo es drauf wächst. Hol ich mir auch mal eben. Frisch aus der Kiste gezapft. Ich glaube, so 2 oder 3 Stacks müssten reichen. Genau gesagt, reicht wahrscheinlich einer, weil von Prismarin habe ich auch nicht mal einen Stack verbraucht. Ja, und das platzieren wir jetzt. Einmal hier drüber. Blub, 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 blub. Und ziehe ich einmal komplett durch, bis nach ganz nach vorne. Denn hier soll das Zuckerrohr drauf wachsen. Und unten drunter soll es eingesammelt werden. Ja, ja, ja. Dann habe ich schon mal das weitestgehend fertig, wenn ich nicht jetzt noch nicht das Minecart zuerst mal anschieben sollte. Das darf auch schon einmal entlang laufen. Ja, sollte jetzt klappen. Irgendwas eingesammelt worden? Natürlich, noch ein Powerdrail. Ja, lassen. Übelst gekribbelt, weil ich irgendwo runtergefallen bin. Lassen wir es mal so laufen. Dann im nächsten Schritt, ich habe mir Schlepps besorgt. Wir müssen daneben Wasser platzieren können. Das heißt, mit Schlepperinos werde ich das jetzt mal hier wieder begrenzen. Ich würde sagen, Half-Slips ruhig dann wieder an die Oberseite oder so. Und dann bauen wir einmal nach hinten. Rechts gedrückt halten. Dann unten dran muss einmal, damit es nicht rausläuft. Und kann ich einfach von hinten an der Wand gleich anzapfen. Was ist das für ein Satz gewesen? Hier. Wand angezapft, ab hier. Damit ich keinen weiteren Hilfsblock brauche. So. Ja, hat auch fix funktioniert. Und dann kann hier Wasser rein, welches sich auch da drin hält und nicht fällt. Und auf der anderen Seite, ja, machen wir das ebenfalls jetzt irgendwie so mal. Von unten ziehe ich mal hier die eine Reihe entlang. Hätte ich eigentlich gleich von unten machen sollen, nicht von oben, geht schneller. Wie oben rum, drauf rumsneaken. So. Und hier wieder. Ja, geht doch. Hier vorne die Blöcke brauche ich eigentlich nicht mehr. Ich brauche 2 entspannte Wassereimer. Und dann platziere ich das mal hier seitlich dran. Einfach nur, damit ich nicht, wenn ich oben stehe und da reinklicke, die ganzen Slabs waterlogge. Und das Wasser dann unten rausläuft. Kann passieren, wenn ich mit einem auf den Slab Klick mache. Hier, dann läuft's raus. Und mach mir die Fackeln weg. Schön, dass ich nur zu Demonstrationszwecken sage, oder schön, dass ich sage, dass ich es nicht haben will, aber zu Demonstrationszwecken nochmal extra machen. Ne, okay, passt. So, schieben wir da rein, da rein. Ah, schon wieder verkackt. Nein! Ah. Ja, passiert mir manchmal außerplanmäßig. Also seitlich ist eigentlich am besten zu setzen, deswegen. Und vielleicht nochmal da dran, da dran, da dran. Ich brauche eigentlich nicht überall Source-Blöcke, das ist nur zu meinem inneren Wohlbefinden, dass ich überall Source-Blöcke reinmache. Egal, auf der anderen Seite ebenfalls wieder komplett
die Silbe. So, dass wir die einigermaßen schön alle zwei Blöcke vollkriegen. Source-Blöcke. Und jetzt fehlt einfach nur noch ein kleines bisschen Redstone, Observer und Dispenser. Und idealerweise auch noch ein paar Seelaternen. Denn Seelaternen machen alles schöner. Yep. Ich glaube, ich werde unnötig viele davon einfach platzieren. Und jetzt so gucke ich mal immer noch Dispenser, Observer und Pistons ab. Also, der Observer-Status ist mal wieder auf seinem Tiefpunkt bei mir angekommen. Kann ich aber nicht craften, weil ich dafür Quarz brauche. Das habe ich vorne drin. Ich muss einen Quarz-Farming-Stream machen bald. Ich hatte schon was gefarmt, als wir unten Dings gebaut haben, den Bahnhof. Aber Pistons, wie viele machen wir denn mal? Ja, so viel, wie es geht. Ich werde auch wesentlich mehr wahrscheinlich noch brauchen. Aktuell hat es gehangen an Cobblestones. Okay, wenigstens etwas. Dann einmal nach hier hinten. Observer, der ganze Netherquarz eingesammelt. Und Stack quasi hiervon. Und ein bisschen Crap aus dem Kissen aus dem Inventar schmeißen, bitte. So, okay. Redstone Observer. 33 Stück. Nur? Ja. Feuer ich halt mal raus. Redstone Dings. Wie fehlt wieder Cobblestone für weitere Pistons? Ich habe jetzt 28 davon. Das heißt, ich müsste eigentlich noch 5 weitere machen, damit ich wieder auf gleichem Stand bin. Ich habe Probleme mit Cobblestone, weil ich einfach Sig-Touch-Pick habe die ganze Zeit. So, egal. Gut, und dann schieben wir die mal oben dran. Als Hilfsblöcke nehmen wir selbstverständlich Seelaternen. Ja, einfach nur, weil wir es können. Und wir können jetzt hier eine komplette Schicht Seelaternen eigentlich machen. Dafür habe ich sie geholt. Ich habe genug davon. So, machen wir einfach mal eine Schicht Seelaternen, damit wir das richtig schön hell auch alles haben. Ja. Ich meine, anders macht es ja gar keinen Sinn. Wir brauchen ja unbedingt Seelaternen, sonst funktioniert die ganze Farm nicht. Seelaternen. Ich baue gern mit Seelaternen. So, schön. Dann Pistons. So, die dürfen jetzt hier das abernten. Gehen wir ein bisschen durch. 13. Ja. Von der Menge her reicht es natürlich nicht. Jetzt gedacht. Naja, aber ich brauche nochmal weitere Slabs. Da gehen wir ganz kurz nach hinten rum. Und die kommen dann hier dran. Die kommen nicht da dran. Die kommen hier dran. An die Blockoberseite. Nein, kommen die auch nicht. Was mache ich da eigentlich wieder für den Müll? Die kommen hier oben dran an die Blockoberseite. Oh. Na, das ist jetzt schlecht. Die Decke ist mir im Weg. Was ist los mit der Decke hier? Kann ich das irgendwie angenehm platzieren, ohne die halbe Decke wieder abzureißen, wieder hinzusetzen? Oh je, ja. Pass auf. Dann werden wir das folgendermaßen mal ganz kurz machen. Wir machen hier eine temporäre Decke rein, damit ich die Observer immer richtig setzen kann. Und dann, wenn ich zurückgehe und das hier abbaue, setze ich die richtige Decke hin. In ellenlanger, unnötiger Fuselarbeit. Ja, klasse. So, gehe ich einfach mal durch. Schon wieder eine viel zu große Zuckerrohrfarm, wo ich nicht weiß, wohin mit dem ganzen Zuckerrohr. Wetten? Ja, wetten. Achso, und Redstone durch nochmal. So, ich bin mal reingegangen, sämtliches Zeug geholt, neue Pistons, neues alles. Und hier hinten baue ich mal weg und dann kann ich immer hier in so kleinen Dreierschritten oder so einfach mit der Offhand Redstone dran platzieren und sollte das dann aussehen, dann kann ich wieder 3 abbauen, wieder 3 setzen, wieder 3-mal Redstone setzen und so weiter und so fort. Ja, ist ein bisschen anstrengend, aber was soll's. Nope. Muss dann jedes Mal vernünftig wechseln noch. Vielleicht kriege ich hier ein schönes. So, und dann wieder. Ja, würde ich eben mal ganz kurz machen. Ich habe mal kurz auf die Folgenlänge geschaut. Ich bin einigermaßen zufrieden. Ich denke mal, also ich wollte das jetzt in einer Folge fertig kriegen, alles. Und das wird auf jeden Fall auch funktionieren. Ich habe neue Sachen nachgecraftet: neue Pistons, neue Observer. Das heißt, für die andere Seite sollten wir jetzt auch genug haben. Es sei denn, ich war wieder zu geizig. Wird sich gleich zeigen. Gib mir kurz und okay, jetzt sind wir unten angekommen. Meine schöne Hilfsblocktreppe aus Seelaternen.
an Dekadenz nicht zu übertreffen. So. Und dann einfach da nochmal und schön. Ja, wenn was wächst, dann sollte das jetzt hier klappen. Für den Anfang kann ich hier wieder durch. Wollte schon wieder mein Ding essen, mein Aufhand essen, aber leider nichts drin. Und hier muss ich das ähnlich machen. Also einmal rübergehen. Dann die restlichen Pfützen setzen. Mengenmäßig hat es geklappt. Und dann die Observer von dieser Seite. Ja, mache ich jetzt mit Jumpen. Werde ich keinen extra Boden oder so reinziehen. Und sobald ich jetzt hier die Dinger gesetzt habe, ist aktiv. Da muss ich zusehen, dass ich noch Eisen nochmal zusammenkriege. Um die Hopper unten rüber zu führen. Zusammenstation und dann haben wir es. Das ist das Einzige, was noch fehlt. Und ja, ich gehe rüber und hole mir jetzt gleich die Verunglückten. Dazu wieder Redstone und die Offhand. Dann kann ich wieder 1-2 setzen oder so. Dann kann ich jetzt hier einfach einmal durchziehen. Also, ich mache mal kurz die Schicht fertig. Ich habe einen recht schnellen Trick übrigens. Ich kann mittlere Maustaste, Block setzen, 1 drücken und auf den Dispenser rechtsklick, weil wenn ich an den seitlichen Block hier klicke, dann wird ebenfalls Redstone hier drauf gesetzt. Zack, 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 zack ist eigentlich, ja, schnell, muss ich sagen. Naja, ich bin jetzt schon durch hier vorne, deswegen ist mir nur gerade so aufgefallen, bei meinen kleinen Bauten hier. So, okay, das haben wir und ja, in der Mitte noch einmal einsammeln. Gut, jetzt darf ich es mit Zuckerrohr bepflanzen und ich darf auch vor allen Dingen Minecart fährt. Mal kurz in den Hopper reingucken, alles mögliche einsammeln, was durchgerutscht ist. So, mit den Pistons und Observer mich einigermaßen gut hingekommen. Ja, und dann kann ich die Farm schon in Betrieb nehmen und dann hätten wir das. Ich glaube, ich muss nur bei dem Eisen gucken. Ich muss ein paar Eisenblöcke, die ich habe, umcraften. Sekunde, Zuckerrohr bei vorne irgendwo. Genau. Ich muss ein paar Eisenblöcke umcraften, die ich habe. Übrigens, 1 Stack reicht. Denn alles aus der Farm, aus meiner Eisenkiste, habe ich gerade schon gemopst. Naja. Ja, dann einfach rechts gedrückt halten und hier die ganze Zeit setzen. Sieht jetzt irgendwie farbenmäßig ziemlich interessant aus, weil das Biom des Gras so dunkel wirken lässt. Dann sieht das Zucker im Vergleich irgendwie... Guck mal, hier ändert sich das Biom. Wir sind von Plains und dann geht es Richtung Tiger. Und von Plains und Tiger ändert sich die Zuckerrohrfarbe. Das ist irgendwie krass. Farblich macht das echt was aus. So, testen wir ganz kurz. Huch. Achso, da war was, ne? Ich brauche ganze Blöcke hier drin, kann das sein? Yep. Da war was. Irgendwie hatte ich gedacht, dass Slabs reichen, aber nein, es müssen ganze Blöcke sein. Gut zu wissen. Da mache ich das noch und dann funktioniert es jetzt aber. Okay, muss mal gucken, wie ich das jetzt hier hinten hinbügel. Na, klasse. Egal, ich mach's mal neu nochmal. Was ich hier schon wieder für sneaky und clevere Ideen habe, wie ich hier durchkomme. Folgendes. Ich kann in den Fahrstuhl hier rein. Habe ich irgendwo noch Fackeln? Da liegt noch eine. Nur so nebenbei gleich als kleiner Workaround, weil es interessant einfach ist. Schaut mal, ich kann ja einfach, wenn ich jetzt hier ganz normal klassisch wieder rein in den Pool und vom Pool aus kann ich ja schwimmen und in der Schwimmanimation kann ich ja hier geradeaus durchfahren und dann bin ich hier drin in dieser einen Block hohen Lücke und kann von hier aus jetzt die Dinger setzen. Obwohl ich die sonst nicht hätte platzieren können und wieder rumbasteln müsste. Ich kann ja in einen Block hohe Lücken reinklettern. Ja, habe ich eben gerade einfach mal gemacht hier. Warum auch nicht? Ich kann übrigens auch nicht hier rausgehen. Dann ist egal. So, und jetzt sollte es klappen. Andere Seite ebenfalls nochmal, aber... Ja, so Geschichtchen hier. Dann Farm angeschlossen und finished, würde ich sagen. Vorausgesetzt, ich kann die richtig setzen noch. So, sehr schön. Jetzt aber Zuckerrohrfarm aktiv am Start. Oh. Dann würde ich mal eben... Sag mal, wollt ihr mich eigentlich... Ach so. Ja, ich baue mich gerade selbst. Irgendwie dachte ich gerade, ich muss nur einen setzen, dann geht schon. Nee, nee, passt. Ganze Reihe erntet. Okay.
damit ist die Sache mit dem Zucker erledigt. Ich kann auch hier wieder was liegen lassen. Das Minecart würde vorbeifahren und es einsammeln. Jetzt hat es eingesammelt. Hier vorne dann raus, dumpen und alles weitere landet dann hier unten im Hoffer drin. Ja, früher oder später wirft es dann da raus. Und, fehlen noch ein paar Hopperchen, dann haben wir es. Ich habe noch, ja, müsste eventuell ganz gut von der Menge her noch ausreichen. Auch schon 11 Stück. Da lang. Da lang. Ich hätte hier gerne einen Weg zum Durchlaufen. Also, Seelaternen, Hilfsblöcke, Hilfsblöcke. Den, den. Nope. Ich hoffe mal, das reicht jetzt. Wäre cool, wenn das ganz genau aufgehen würde. Den. 3 Stück noch. Oh, das reicht sogar. Klack, klack, klack. Yes. So, meine Freunde, die Zuckerrohrfarm ist aktiviert. Hilfsblöcke wieder abbauen. Die automatische Zuckerrohrfarm ist aktiviert und funktioniert. Ist an das System angeschlossen und eventuell vielleicht eine Sache noch. Ich kann mal rangehen und von unten hier zack, da einen dran setzen. Na, perfekt. Und ich kann weitergehend hier durchlaufen, zum Aufzug hin und wieder zurück. Und ja, ich liebe es, wenn mein Plan funktioniert. Denn die Sache sollte jetzt klappen. Das Einzige, was vielleicht noch jetzt klug wäre zu machen, jetzt wo tatsächlich gut Zucker reingeböllert wird, ich kann mal hingehen und auch hier ein Überlaufsystem machen. Überlaufschutz reinmachen, meine ich. Boah, ist gerade was reingeflubbert. Sehr schön. Hi. Okay, das erste automatische Zuckerrohr kommt rein. Überlaufschutz für das Gerät. Also ein rein. Und hier vorne hochstecken. Zwar auf 41. Und wir haben es. Und wenn ich jetzt ein zweites rein tue, zack, 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 rutscht durch. Und wird einsortiert. Perfekt. Damit haben wir einen weiteren Meilenstein unserer Redstone Base abgehakt. Ich kann mal hingehen und die ganzen Hilfsblöcke wegmachen. Und die Geschichte läuft jetzt. Jo, stylisch. Vielleicht irgendwie noch mal gucken, ob ich das hier noch mal ausleuchten kann oder so, aber wir haben es, meine Freunde, wir haben es fertig und diese Anlage steht ebenfalls. Sehr schön. Dann, wie es weitergeht, seht ihr heute Abend im Livestream, deswegen schaut vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Bis dahin, lasst krachen und tschüss.